Vor dem Abschlusstraining am Donnerstag stehen wir mit Tobi Schweinsteiger hier. Tobi, am morgigen Freitagabend steht ein echtes Highlight, glaube ich, auf dem Programm. Der HSV ist zu Gast an der Bremer Brücke unter Flutlicht. Wie groß ist die Vorfreude trotz der vielleicht sportlich nicht optimalen Situation? Ja, wir können es kaum abwarten. Ja. Wir wissen, dass wir es am Sonntag verbockt haben in Hannover und haben viel darüber gesprochen. Ja, und jetzt geht es darum, den Worten Taten folgen zu lassen. Der HSV bringt eine Menge Qualität mit ja, auch namhaften Spielern. Was macht die so gut? Ja, auf der einen Seite, wie du gerade sagst, enorme individuelle Qualität in allen Mannschaftsteilen, auch auf der Bank, sehr, sehr hochwertig besetzt. Ja, sind eingespielt, ja, haben jetzt spielen mit dem Trainer jetzt schon in der dritten Saison auf dem Niveau, ja, und wollen dieses Jahr endlich ihr großes Ziel verwirklichen, sich defensiv nochmal nicht nur von den Spielern her verstärkt, sondern auch nochmal ein bisschen mehr stabilisiert. Und das wird es für uns extrem schwer machen. Ja, wir müssen da leidensfähig sein, eklig auch dann verteidigen zu müssen, vielleicht auch mal hart zu sein und auch bei uns wohlzufühlen, irgendwo in der tiefen Verteidigung, aber auch klar zu sein im Kopf, wo gibt der HSV Räume her, und da müssen wir natürlich extrem mutig sein, diese Räume zu bespielen und dann die Umschaltmomente auch zu nutzen. Max, nach der bitteren Niederlage am Sonntag, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Habt ihr es geschafft, die Köpfe wieder hochzubekommen und ja, den Fokus auf den Freitag zu richten? Die Stimmung ist jetzt relativ gut, muss man sagen. Natürlich kommt es das zugute, dass das Spiel relativ schnell jetzt kommt gegen Hamburg. Und wir haben es aufgearbeitet und ja. Du kennst den Cheftrainer des HSV sehr gut aus seiner Zeit beim FC Bayern, der, glaube ich, auch einen besonderen Spielstil hat. Was macht Tim Walter aus? Wenn du nur auf den Spielstil jetzt abzielst, sind es halt viele Positionswechsel, die sie jetzt weniger haben. Die machen sie nur in der Spieleröffnung mit den Innenverteidigern. Ansonsten machen sie das nicht mehr so sehr, sondern eher am Flügel, ja, mit Achter, Außenstürmer und Außenverteidiger. Sie spielen mutig Fußball, zielgerichtet Fußball, wollen immer in den Rücken des Gegners kommen, wollen immer Tiefe belaufen, haben natürlich dafür auch prädestinierte Spieler. Ja. Wenn man dann Tompe und Jatta mit dieser Geschwindigkeit sieht, Glatzel mit dem Körper, auch mit der Geschwindigkeit, Benesch, Reis, das ist schon alles ein sehr, sehr hohes Regal. Und ihn selber ist halt ein Typ, der selbstbewusst ist, der klar von seiner Idee überzeugt ist und die auch gegen Widerstände durchsetzt, und der Erfolg gibt ihm recht. Du bist Kapitän der Mannschaft aktuell in Abwesenheit von Eule. Kommt da vielleicht für dich auch nochmal eine besondere Aufgabe auf dich zu? Also in der Kabine zu wirken, vielleicht nochmal Leute auch ranzunehmen und aufzumuntern? Ja, nicht nur ich allein, wir haben einen Mannschaftsrat. Ich denke, im Zusammenspiel ist es wichtig, dass wir da ein bisschen in die Mannschaft reinhören, so das große Ganze betrachten. Und ja, klar, bei jetzt muss man halt mehr, sag ich mal, in die Mannschaft hören. Niklas Siemann wird Freitag ausfallen und dann auch die Woche drauf noch. Eule Beermann fällt weiterhin aus. Wie ist sonst die Personalsituation? Maxi Thalhammer wird noch nicht fit sein für das Spiel. Ja, das ist natürlich extrem bitter für uns, dass drei Spieler ausfallen, die die Innenverteidigung spielen können. Da werden wir eine Lösung finden und versuchen, das dann auch im Kollektiv aufzufangen. Und ansonsten sind alle dabei. Ihr habt gestern mal wieder im Stadion trainiert. Magst du da ein bisschen die Beweggründe erzählen? Warum habt ihr euch für die Entscheidung Ja, einfach zwei Gründe. Auf der einen Seite, wenn wir 11 gegen 11 trainieren, dann macht es hier keinen Sinn auf der Illushöhe, weil der Platz einfach knappe 20 Meter zu kurz ist. Das ist nicht maßstabsgetreu. Da gibt es die Option, wir fahren auf den Schinkelberg oder ins Stadion. Wir wollten gestern ein bisschen abgeschotteter im Stadion trainieren, auch ein paar Standards noch einspielen. So, da geht es einfach darum, für die Jungs sich einfach an den großen Platz zu gewöhnen. Wenn du halt die ganze Woche auf einem zu kleinen Platz trainierst, wird es am Wochenende schwer. Und dazu die Abgeschottenheit im Stadion. Der HSV kommt morgen zu Gast. Eine richtig gute Mannschaft. Was macht die so stark? Ich denke, spricht für sich. Für mich jetzt persönlich Glatze, guter Stürmer, sehr effizient. Die haben jetzt das letzte Spiel verloren. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sie schon wissen, was auf die zukommt an der Bremer Brücke. Und ja, wir wollen auch natürlich jetzt mal final mal erfolgreich sein, und wird auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ja, du hast es immer wieder betont, man muss auch trotz vielleicht negativer Erlebnissen sozusagen sehen, was für besondere Sachen auf einen zukommen. Also dieses Hamburg-Spiel, ich glaube, wenn man letztes Jahr im März gesagt hätte, ey, wir dürfen am Freitagabend gegen HSV spielen, wie cool ist das? Wie versucht ihr das auch den Jungs zu sagen, immer wieder trotz eines negativen Erlebnisses wieder den Blick nach vorne, was Positives, ey, wir dürfen gegen HSV spielen vor 16.000 Leuten? Ja, klar ist das was Besonderes für uns, in dieser Liga teilnehmen zu können. Ja, und trotzdem
Ist das jetzt so? Und ja, da müssen wir auch dann uns mit den jeweiligen Mannschaften auseinandersetzen. So, das macht Spaß, aber ist natürlich für die Jungs auch eben vom Kopf her schwer, wenn du so viele negative Erlebnisse hast. Das ging ja gleich im ersten Spiel los, beim ersten Angriff gleich ein Tor kassiert. Das ist für die Jungs hart und im Moment fallen noch keine positiven Momente runter, die uns dann Power geben. Ja, ich glaube, dass uns vielleicht der Ausgleich in Hannover durch Noel extrem viel Power gegeben hätte, vielleicht Hannover ein bisschen unruhig machen lässt. Und im Moment läuft es nicht so. Deswegen müssen wir da weiter hart arbeiten und uns ja, diese Momente irgendwo dann auch holen und erzwingen. Ja, weiterhin versuchen, besser zu verteidigen. Ja, das machen wir noch nicht gut über 90 Minuten. Gegen Hannover sind wir halt völlig mental auseinandergebrochen. Ja. Und das müssen wir einfach weiter verbessern. Da arbeiten wir hart dran mit den Jungs. Und trotzdem brauchen wir immer die Unterstützung. Das ist extrem wichtig jetzt in dieser Phase. Ich sage mir, diese Situation ist für die Jungs extrem schwer. Das ist mental belastend, ja, auch für den ganzen Staff, für das ganze Umfeld. Und es geht nur zusammen. Und im Endeffekt, glaube ich, wird am Freitag keiner an uns glauben, außer meine Jungs, mein Staff, die Jungs, die Leute drumherum und hoffentlich dann 14.000 Osnabrücker. Du hast eine Hamburger Vergangenheit. Spielt das irgendeine Rolle? Nein. Gar nicht? Also ist das nicht für dich nicht besonders oder? Nee, das nicht. Ich war in der zweiten Mannschaft, jetzt spielen wir gegen die erste Mannschaft. Klar sind da ein, zwei, die man noch kennt, aber für mich ist das nicht irgendwie so emotional oder so. Du sprichst die Fans auch an. Ich glaube, nach einem 0-7, also ich glaube, es wurden klare Worte gesprochen, aber trotzdem ist ja der Grundtenor, ey, wir stehen komplett hinter euch. Ich glaube, das ist schon ja auch nicht normal vielleicht. Ja, das war schon ein Gänsehautmoment, dass dann, ich weiß gar nicht, bei 0-5 oder 0-6 wir sind die Osnabrücker gesungen wurde. Das war sensationell und die Kurve, wir können den Leuten nur immer danken, wie sehr sie uns unterstützen und das können uns jeder glauben, das kotzt uns am meisten an, dass wir den Leuten nichts zurückzahlen können im Moment. Vielleicht klappt es morgen. Vielen Dank, Tobi. Gerne.